Der Dienstherr der Bundeswehr stellte seiner Truppe ein gutes Zeugnis aus. Sie sei in bester Verfassung. Ich habe einen sehr guten Eindruck von der Motivation, vom Leistungswillen und von den Fähigkeiten der Angehörigen der Bundeswehr. Das Urteil des SPD-Ministers teilte die scheidende Wehrbeauftragte Claire Marienfeld von der CDU ganz und gar nicht. Bei der Truppe mache sich eher Frustration breit. Klare Entscheidungen über die Zukunft der Bundeswehr seien dringend erforderlich. Denn die Soldaten stehen vor neuen Herausforderungen. Es sind die Gefahren, die im Einsatzland sind. Es sind die Eindrücke, mit denen die Menschen fertig werden müssen, wenn sie nur daran denken, im Kosovo das Auffinden von Leichen, das Auffinden von Massengräbern. Das sind zum Teil ganz junge Menschen, die unter Umständen noch nie einen Toten gesehen haben und jetzt massakrierte Körper sehen müssen. Unzufriedenheit, so Bundesverteidigungsminister Scharping, gibt es in der Truppe höchstens über veraltete Waffensysteme. Bei den schweren Gerät sind die Leute, die das Gerät benutzen und bedienen, in aller Regel jünger als das Gerät selbst. Für den schlechten Ausrüstungszustand machte Rudolf Scharping seine Vorgänger von der CDU und den Sparkurs der Kohl-Regierung verantwortlich. In den 90er Jahren ist die Bundeswehr jedes Jahr mit 1 bis 2 Milliarden unterfinanziert worden. Das bedeutet, wir haben Investitionsrückstände in der Größenordnung von 15 bis 20 Milliarden Mark. Ein klares Bekenntnis des Verteidigungsministers Scharping zu einer moderneren Bundeswehr. Keine Antwort gab es allerdings auf die Frage, was aus dem Truppenübungsplatz Wittstocker Heide in Brandenburg werden soll. Gegen das sogenannte Bombodrom kämpft seit Jahren eine Bürgerinitiative. Als SPD-Oppositionsführer im Bundestag hatte Rudolf Scharping diese Bewegung 1994 noch tatkräftig unterstützt. Und dann angefangen, mich dafür zu interessieren, denn die